Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time at Posha. Ich habe wieder ein paar Tage offscreen gespielt, es tut mir leid. Es macht einfach zu viel Spaß, abends im Bett zu liegen und ein wenig zu spielen. Ich habe aber nichts Wichtiges gemacht, ich habe sogar nicht mal die Post gelesen. Das machen wir direkt einmal. Von der Ziviltruppe. Hallo Handwerker, wir haben deinen Auftrag für Schleim abgeschlossen. Das ist die Beute, die wir gefunden haben. Viel Spaß damit, es war uns ein Vergnügen. Yay, wir haben Schleim bekommen. Cool. Übrigens, was ich aber noch erzählen muss, unser Huhn, welches hier gerade sehr komisch da sitzt. Was macht das Huhn da? Oh mein Gott. Okay. Brauchst du irgendwie Hilfe? Anscheinend schon. Ich weiß nicht, was haben wir getan? Ich glaube, wir haben das Huhn kaputt gemacht. Wie auch immer, es ist jetzt... Was macht... Okay. Es ist jetzt... das Küken ist ein Huhn geworden und vielleicht können wir in bältiger Balde, ich weiß es nicht, Eier bekommen? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Derweile... Oh ne, wir haben eigentlich auch genug Nahrungsmenge. Wir können aber uns aber eigentlich auch noch ein paar Hühner holen, würde ich mal sagen, oder? Ein paar Hühner, ein paar Schafe, Kühe. Ist ja eigentlich sinnlos, dass wir so wenig haben. Zumal auch die Pflege so einfach ausfällt. Wir müssen ja kaum was machen, nicht wie bei Harvest Moon noch jetzt 10-mal bürsten oder so etwas. Hallo McDonald, wo gehst du hin? Unterhaltung. Mein Rambo gewinnt dieses Jahr den Titel des Mr. Bullen. Kannst drauf wetten. Na, das glaube ich hier sofort. So. Ist Laden noch offen? Ja. Wollen wir einfach von allem nochmal eins kaufen? Ich meine, jetzt wirklich teuer sind die nicht. Nochmal so ein Kalb. Nehmer. Noch ein Entlein. Und noch ein Lamm. Und noch ein Küken. Puh, wollen wir das nochmal machen? Ich weiß nicht, ob es noch andere Tiere gibt. Dann lassen wir es erstmal so. Ich weiß nicht. Wir können jetzt halt auch nachkaufen. Sind dann noch ein paar Meter weg. Na, schauen wir mal. Ich benutze übrigens mein Reittier jetzt relativ oft. Yes. Na, schauen wir mal, ne? Was haben wir hier noch Tolles? Ja, mal gucken. Wow, wow, wow. Daneben, daneben, daneben. So. Na, schauen wir mal. Da platzieren wir jetzt die neuen kleinen Tierchen. Hallöle, jetzt. Ich habe das Gefühl, dass es mehr hängt, wenn ich es im Konsolenmodus spiele, als im Handheld-Modus. Ich habe das Gefühl, hier geht es ein bisschen verzögerter. Ich weiß aber nicht, wieso. Also die Tasten und alles. Nun gut. So, boah, wie viel Schleim ich habe, richtig toll. So, okay, dann fügen wir mal das Entlein hinzu. Ich möchte das Entlein hinzufügen, oder es... Nee, das ist Futter hinzufügen. Ah, hier, Tier hinzufügen. Machen wir das mal. So. Und dann auch noch das Küken. So. Gleich mal streicheln. Perfekt. Das Huhn macht wieder komische Sachen. Wir lassen es einfach mal bei dem, was es da tut. Und streicheln hier noch ein bisschen. Okay. Wie spät haben wir jetzt eigentlich? Ah, schon 20 Uhr. Euch geht es hoffentlich soweit ganz gut. Hier hinzufügen. So. Dann haben wir dann 3 Kühe und 2 Schafe. Das ist doch, denke ich mal, für den Anfang gar nicht so schlecht. Leider nicht davon ausgewachsen, aber das ist ja nicht schlimm. Das wird ja noch mit der Zeit, ne? Hier noch streicheln. Genau. Ne, das haben wir schon. Übrigens, meine Bäume sind jetzt inzwischen auch fertig. Ich habe schon einmal Aprikosen und einmal Salpeter geerntet. Ein bisschen merkwürdig, aber es geht. Ja, mal gucken, was wir dann damit machen. Sieht's hier aus. Fertigung abgeschlossen. So, da würde ich sagen, ich mache mal wieder ein bisschen Holzkohle, weil die ist mir nämlich ausgegangen. So. Schön auffüllen alles. Und dann nochmal Holzkohle. Perfekt. So. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Na gut, bis morgen wird es durch sein. Hoffe ich. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal schlafen. Ist ja schließlich auch schon spät. Und dann trinke ich mal einen Schluck. Sehr schön. So, ich habe gerade noch ein paar Überlegungen. Darum können wir uns aber auch später kümmern. Ich bin immer ein bisschen faul. Ich habe nicht immer gleich Lust, mich um alles zu kümmern. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal so um die Hauptquests weiter.
Natürlich habe ich mich auch noch nicht darum gekümmert, die ganzen Geburtstage mal einzutragen, ich faules Stück. Mal sehen, wann ich mich dazu mal erbarmen werde. Oh, eine Stunde bis zur Schneeballschlacht. Heute ist Schneeballschlacht. Oh. Und meine Reittiervermietung dafür da ab. Ich bin so aufgeregt, ich darf direkt mal an Scraps vorbei, der Arme. Er denkt schon, ich habe ihn gar nicht mehr lieb. Ich könnte ihn ja auch einfach mal Hundefutter machen, ne? Na, schauen wir mal. Sieht's hier aus. Oh ja, die Holzkohle ist fertig. Das ging sehr gut. Machen wir gleich mal eine neue. So. Ist auch fertig. Machen wir gleich noch mehr neue. So. So. Und der Rest ist noch fleißig am Rödeln. Das ist okay. Die Frage ist, wo jene, ich kann ja mal gucken, wo jene Schneeballschlacht stattfinden soll. Moment, Moment, habe ich hier was übersehen? Hier alles gut soweit? Ah, nee, okay. Gut, dann gucken wir mal auf den Kalender. Vielleicht ist da was Besonderes. Schneeballschlacht. Mehr ist da nicht zu finden. Ja, aber wo ist die? Schauen wir da mal, was gibt's hier zu sehen? Von McDonald's. Der Vermietungszeitraum für Pferd ist abgelaufen. Für das Pferd, würde ich mal sagen. Deswegen nehme ich das Reittier wieder zurück. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, das hat mir viel gebracht. Und hier haben wir nochmal Schleim von der Ziviltruppe. Yay. Sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt mal in die Stadt rennen und gucken, ob ich da irgendwie... Die rennen alle irgendwo hin. Django, ihr rennt alle irgendwo hin? Wohin geht's? Ich möchte wissen, wohin es geht, Albert. Ich renne einfach mal hinterher. Schneeballschlacht beginnen. Da hinten rennen welche hin und her. Oh, ganz viel Kacke. Die sammeln wir schon natürlich ein. Was ist denn hier los? Muss ich mich erstmal irgendwie anmelden oder sowas? Geschenke? Oh. Gibt es tolle Sachen zu bekommen, aber hätte ich mich vorher anmelden müssen? Wartet mal. Oh. Neue. Eigentlich wollte ich gerade mit Pauli reden. Sorry. Hallo, Pauli. Kleiner Handwerker, hallo, komm her. Na los, wir müssen eine wichtige männliche Angelegenheit besprechen. Okay. Na klar, ich habe Zeit. Tolle Neuigkeiten, das sind tolle Neuigkeiten. Ja, okay, ich bin mir sicher, dass das tolle Neuigkeiten sind. Weißt du, als ich gestern trainiert habe, hat Mars mir von einer kleinen Gruppe Kämpfer aus Sesai erzählt, die ihre Fäuste stärken, indem sie auf Bäume einschlagen. Und ich dachte mir, das ist das Männlichste, von dem ich je gehört habe. Das muss ich versuchen. Und glaube mir, kleiner Handwerker, das habe ich. Diese Bäume haben meine mächtigen Hände gespürt. Überall hat es Kokons und Gummifrüchte geregnet. Ha! Aber meine Fäuste konnten mit meinem männlichen Geist nicht mithalten. Heute sind sie überall geschwollen. Und ich kann die Feinarbeiten, die meine Möbel wirklich großartig macht, nicht durchführen. Es geht nicht immer nur um Hammer und Säge, mein kleiner Freund. Diese Möbel brauchen ein scharfes Auge und schnelle Finger. In ein paar Tagen kommt ein Kunde aus Sandfels, um ein paar Teetische abzuholen. Aber meine Hände werden wohl eine Weile außer Gefecht sein. Könntest du sie vielleicht fertigen? Na sicher. Ich mag deine Zuversicht. Hör mal zu, kleiner Freund. Ein Mann wie ich bittet niemanden darum, seine Arbeit aus bloßem Gefallen zu erledigen. Ich gebe dir im Gegensatz die volle Bezahlung des Kunden. Okay, cool, danke. Und ich kann jetzt hier... Kann ich irgendwie dran teilnehmen? Die Teilnehmer, was? Mein Sohn Gast hat gar nichts von mir aus seinem Talent, ja. Anscheinend bin ich zu spät. Ich hätte mich irgendwie anmelden müssen, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wo. Vermutlich am Marktplatz oder so. Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Morgen ist ja auch noch irgendwie Schneeballfest. Vielleicht schaffe ich es morgen rechtzeitig dahin. Ich muss jetzt nochmal, ich nutze jetzt nochmal ganz kurz den Moment, dass sich hier alle versammelt haben. Ne, mit Els haben wir schon gesprochen. Um ein paar soziale Kontakte zu verbessern. Habe ich schon mit Antoine gesprochen? Alles gut. Ah, May, kriegt man auch mal sehr selten zu Gesicht. Dr. Xu, habe ich glaube schon, ne? Ja. Nora, Hallo. Den hätte ich auch schon. Okay.
So, ganz schnell. Ach nee, Higgins, das funktioniert ja eh nicht bei ihm mit der Freundschaft. Was eigentlich schade ist. McDonald. Erber. Mann, die sind alle immer so ähnlich. Das ist voll verwirrend. Okay. Russo. So, habe ich alle? Ich glaube. Gut, so viel zum Schneeballturnier. Das habe ich ja schön versaut. Kann ich das hier irgendwie... Multifunktionaler Teetisch. Habe ich das noch nicht? Einen Moment. Benutzen. Okay, jetzt weiß ich, wie ich einen multifunktionalen Teetisch herstelle und verprügle vielleicht mal vor Freude ein paar Lamas. Und es gab sogar ein bisschen Kacke dafür. Das freut mich. Da kann ich Dünger draus machen. Das ist immer gut. Sonst scheint hier nichts großartig zu sein. Gut. Gucken wir mal. Na ihr? Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Oh, sehr gut. Nochmal Hinterlassenschaften. Okay. Wie sieht's hier aus? Oh, ein Ei. Und das geht los. Ich bekomme Eier. Perfekt. Toll. Kann ich dann direkt schon Dünger machen? Das wäre eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt ein bisschen Kot, ein bisschen Schleim. Woran fehlt es denn? Tierkot brauche ich mehr. Na gut, lassen wir das erstmal so. Alles klar. Ich habe jetzt auch alles gebaut, was wir für die Baumschule brauchen. Habe ich alles bei mir? Müsste ich eigentlich haben, oder? Ich gucke mal kurz. Wo ist das Rad? Wo ist das Rad? Wassermotor? Wasserlager? Ach, hier hinten ist das Rad. Wasserrad. Okay, dann gehen wir da jetzt mal hin und kümmern uns darum. Ich hoffe, das funktioniert alles jetzt soweit, wie ich das mir erhofft habe. Am besten wir fahren hin, wir sind doch faul. TÜV TÜV halt der Stelle. Und dann wählen wir das hier aus. Den Rest müssen wir dann laufen. Vermute ich. Das wird schon gehen. Okay. Dann flitzen wir mal hinter. Eine Flasche Milch. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich Milch? Muss man das irgendwie kochen oder so, dass es zur Flasche Milch wird? Ich muss mir das mal genauer angucken. Ach, hier hoppeln auch neue Gegner rum. Wie heißen die denn? Illusion-Häschen. Süß. Level 20 ist doch, denke ich mal, ganz moderat. Mit Fleisch und feinem Fell. Ja, immerhin muss ich, wenn ich die töte, kein feines Fell mehr irgendwie machen. Perfekt, so. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wassermotor installieren. Na, das machen wir mal. Okay, Wassermotor wurde installiert. Wasserrad installieren. Perfekt. Und jetzt hat das Wasserlager. Na gut, das kriegen wir auch noch hin. Dann rennen wir schnell zurück. War das Feuer schon da? Ist jetzt neu, ne? Interessant. Leute, wir machen hier richtig krasses Zeug. Und ich töte hier irgendwelche Illusion-Häschen. Ich weiß nicht. Ich denke, ich mache das ganz gut. So ein bisschen feines Fell zwischendurch. Vielleicht habe ich ja eh mehr als genug. So. Oh, was haben wir denn hier? Ein höflicher Hase. Na, den muss ich unbedingt mal fertig machen. Ah, würde ich gerne mal wissen, was er so droppt. Na komm schon. Flexible Faser, oh Mann. Der Todesschrei war irgendwie niedlich. So, oh, hier sind ja zwei Punkte, an denen ich was installieren könnte, oder? Ich muss aber in jedem Fall reingehen, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ich gehe erstmal rein. Mit der Kirche ums Dorf, wieder den ganzen Weg zurück und dann wieder hinter. Na tolli. Nee, was ist denn hier los? Wartet mal. Ich gehe mal auf die Karte. Hier sind auf einmal ganz viele Punkte. Adit möchte Erholung, Baumstuhl, Bewässerungssysteme. Bewässerungssystem. 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 Muss ich irgendwie mehrere Wasserlager bauen? Kann das sein? Ist das möglich? Das würde mir jetzt etwas Angst machen, aber im schlimmsten Fall ist es dem anscheinend so. Wir gucken mal. Sprinkler installieren. Ich habe keinen Sprinkler.
ich guck mal ganz kurz, wie das hier weitergeht. Was sie jetzt von mir genau wollen. Wasserlager, okay, ein Wasserlager und 4 Sprinkler wollen sie. Na gut, dann muss ich jetzt nochmal zurück. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo das Wasserlager hin soll. Aber ist egal, ich brauche eh noch die 4 Sprinkler. Da gehen wir mal schnell zurück und hoffen, dass ich auch alles dafür habe zufällig. Das wäre richtig super. Aber ich habe mich ja relativ gut auf sowas vorbereitet. TÜV-TÜV-Haltestelle, dann erstmal schnell wieder zurück nach Hause. So, geht auf jeden Fall schneller als zu laufen, auch wenn dafür immer die Sequenz kommt, aber damit lebe ich. So, okay. Gut. Dann zeig mal, was ich hier alles so Schönes habe. Habe ich auch was Neues? Das sollte ich ja ein paar machen. Wartet mal, ich guck mal hier. Multifunktionaler Teetisch soll ich machen. 3 Stück. Kann ich sogar machen. Mache ich einfach gleich mal. Gebe ich dann Pauli, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. So, Sprinkler wollen sie ja auch noch. Wo waren denn die hier? Stahl, Jumbo-Reifen, Kabel, Eisenpfanne. Hier, Sprinkler. Okay, ich kann 5 Stück machen. Und brauche aber nur 4. So. Haben wir alles. Läuft doch wie am Schnürchen, oder? Gut, dann schnell zurück und dann beenden wir das. Dann finishen wir diese Quest. So, und zurück. Hier hin. Perfekt. Ich glaube, ich muss auch dringend mal mehr angeln. Das mache ich irgendwie nie. Das ist eigentlich auch perfekt dafür geeignet, um das mal offscreen zu machen ein bisschen. Einfach mal ein paar mehr Fische auch später zum Kochen zu haben. Aber ich bin immer so faul. Ich denke immer so, ach, angeln. Ich angle nicht so gerne in Spielen. Ich kenne viele, die das auch so sehen. Das ist, glaube ich, eher so ein japanisches Ding, ne? So. Ah, das klappt. Die stehen auf den Shit. Genau wie Käfer sammeln. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie in jedem zweiten Spiel kann man angeln und Käfer sammeln. Das ist voll übel. So, okay. Alles klar. Hier hinter. Ich frage mich auch, ob das effektiv für mich irgendwas bringt, wenn ich jetzt hier das alles so ein bisschen aufforste, sage ich mal, mich hier rumkümmere. Ob wir vielleicht auch so tendenziell eher Fruchtbäume sind, von denen ich auch profitiere, oder mehr Bäume oder seltenere Bäume oder Bäume, die mehr droppen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das einfach mal so. Jetzt sind hier auch noch 2 Punkte. Jetzt muss ich erstmal dahinter rennen, ich war da weich. Mal gucken, ob ich da bestimmt auch nochmal einen Sprinkler oder Wassertank, das dann irgendwo dann da hinten. Ich sehe es auch jetzt schon. Gucken wir mal hier. Ja. Und dann hier der Wassertank hin, vielleicht. Man weiß es nicht. Was ist eigentlich das hier? Sieht auch aus, als ob hier ein Dungeon irgendwann mal wäre. Mal gucken. So. Okay. Das wär's. Das haben wir jetzt. Funktioniert. Da freuen sich 2. Na, immerhin. Hat sich doch gelohnt. Es funktioniert. Super, klasse. Vielen Dank für alles. Hier ist dein Lohn. Da wir wieder im Geschäft sind, wenn du jemals Holz brauchst, kannst du in der Kiste neben unserem Haus nachsehen. Wir können jeden Tag ein wenig entbehren. Oh. Und noch gleich ein Level Up. Ein paar Freundschaftspunkte. Aber das Level-Up ist gerade eigentlich am besten. Warten wir mal ganz kurz. So, ja. Da würde ich sogar den Punkt hier draufsetzen wollen. Erstmal anwenden. So. Ich hab, was macht denn das Häschen hier? Ich habe da auch gerade noch was gesehen. Wir gucken gleich einmal. Ich frage mich gerade, wir haben ja hier extra diesen Rosenstrauch. Den hätte ich eigentlich auch gleich Gel geben können, als ich mit ihm von uns gesprochen habe. Keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe. So verpeilt bin ich manchmal. Ach ja, wir brauchen noch eine Flasche Milch. Gucken wir mal, ne? Warte mal, war das hier? Ne, wo war denn das? Wo war...
Nee, hier war ich doch. Nee, warte mal, halt, stopp. Halt, stopp. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich blicke hier gerade irgendwie gar nicht mehr durch. Hier habe ich was hingesetzt. Es ist hier alles auch immer so verwinkelt. Vermutlich gar nicht. Mir kommt es nur so vor, aber. Denn hier, habt ihr das gesehen? Hier ist auch eine Kiste. Eiskalt übersehen. Ja, jetzt habe ich nämlich diesen tollen Schlagring. Das ist das perfekte Accessoire für jedes Kinderspiel. Keine Ahnung, warum es jetzt sowas gibt, aber gut. Was macht denn auch der Hase hier? Geh mal weg. So. Habe ich mit Dava heute schon gesprochen? Ja, ich habe mit einem schon gesprochen. So, okay. Dann können wir uns aber wieder zurückziehen. Ich gucke nochmal ganz kurz verstohlen auf die Karte. Hallo, hallo. Weiter, weiter. Jetzt. Was ist das jetzt hier für eine Quest? In Paulies Zuhause ist irgendwas. Zeit für eine männliche Teestunde. Ja, genau. Da gehen wir zu Pauli. Oh, ich habe hier doch noch irgendeinen Punkt gehabt, der markiert war. Was war das denn? Vermutlich geht es da um Ack und um die Milch. Irgend so etwas vielleicht. Ich kann ja mal gucken, ob ich etwas wie Milch besitze. Zack. Na, schauen wir einfach mal dann. Ich renne erstmal hier quer durch die Gegend. Das hätte eigentlich auch fahren können, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich da gerade nicht dran gedacht, weil ich so im Kartennachschau-Modus war. Passiert auch mal. Aber auf jeden Fall sollte ich heute bei Pauli noch die Quest abgeben. Da wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich dafür beeilen würde. Und für morgen habe ich mir auch schon überlegt, dass ich eventuell, wenn ich entsprechend Geld überhabe, was auch so aussieht, vielleicht etwas bessere Ausrüstung kaufe. Also Kleidungsstücke mit mehr Verteidigung. Also mein Oberteil ist schon ganz gut, aber ich glaube zum Beispiel bei meiner Hose und so, da könnte man eventuell noch was machen. Schau erstmal, ob ich irgendwie Milch oder so etwas habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Kuh, aber vielleicht habe ich auch so mal Milch bekommen. Da ist... Was ist das? Milch. Nahrhaft und lecker. Reicht das? Wollen die das? Eine Flasche Milch geben. Oh, jetzt habe ich 7 Stück oder wie oder was. Einen Moment, ja. Gut, das scheint zu reichen. Und einen Drucker bauen. Also, na. Das machen wir dann später. Erstmal das jetzt hier. Ich glaube, das jetzt mit den... Bäumen, das war jetzt eher sowas wie eine Nebenquest mit der Baumschule. Und mit Ack, das ist dann jetzt auch eher so die Hauptquest. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir die vorantreiben. Hier versammeln sich wieder alle. Das ist mir aber gerade relativ egal, weil ich im Moment eigentlich einfach nur zu Pauli möchte. Und zu Toby. Das sieht schon so aus, als ob man mit ihm reden könnte. Nee, habe ich schon. Schade. Ist Pauli noch in der Hood? Ich sitze. Ah, da steht hier noch. Da wartet darauf, dass ich ihm das Zeug bringe. Oh, wow. 300 Gold. Das hat sich ja echt gelohnt. Dann hatte ich eine Erleuchtung. Achso, er redet noch mehr. Oh, jetzt habe ich einfach alles weggedrückt. Dann hatte ich eine Erleuchtung. Was, wenn ich selbst den Tee männlich mache? Der Tee kann sich meinen starken Willen nicht widersetzen. Ich bin nicht gut darin, Nahrungsmittel zuzubereiten. Also kannst du mir bei diesen Gedanken helfen? Füge Chili-Pfeffer zu einem Tee deiner Wahl hinzu und sieh, was passiert. Das klingt leicht. Okay, gut, das versuche ich dann auch mal. Was auch immer du möchtest, Pauli. Hallo Merlin. Hallo Petra. So, allen schönen Hallo sagen. Ich kann mich auch mal ganz kurz daran erlaben, wie gut ich mich jetzt hier mit den ganzen Leuten verstehe. Mit Scraps am besten. Schön, dass da nach wie vor, dass mein bester Freund in der Stadt ein Hund ist. Ja, mit Emily, Ginger und Sam läuft es echt gut. Mit Doc Doc Sue teilweise auch, wo ich mich frage, wieso, aber okay. Da geht noch was. Ich versuche mich auch mehr zu kümmern. Ich quatsche dich auch immer an, aber ich sollte mir wirklich vielleicht auch angewöhnen, dann auch regelmäßig Geschenke zu machen. So, wollen wir mal zu Ack gehen, in die Milch bringen. Wäre ja meine Idee. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier hochkomme. Ich laufe einfach irgendwie Richtung nach oben und dann komme ich immer irgendwann irgendwie da raus, wo ich hin möchte. Hallo Phyllis. Du bist trotz des Wetters pünktlich zur Arbeit gehen. Du musst trotz des Wetters pünktlich zur Arbeit gehen. Konzentriere dich darauf, etwas über Medizin zu lernen. Ja, danke für deine Infos. Okay. Dann auf zu Ack. Da wartet er schon seit, keine Ahnung, einem halben Monat auf seine Milch.
Der Arme. So. Hallo Remington. So, wo ist Ack? Wo ist er da? Oh, der Nektar des Lebens. Heiliger Strohsack, das ist gute Milch. Sie scheinen sich jetzt besser zu fühlen. Das tue ich, danke. Jetzt lassen Sie mich mal sehen, ob ich Ihr Bein irgendwie ersetzen kann. Halleluja, Halleluja. Oh, meine geliebte Lara. Wer ist Lara? Wer ist Lara? Nun, die Liebe meines Lebens. Okay. Ich soll Ihnen einen Besen geben, um sein Bein zu reparieren. Na gut. Alles klar. Was gibt's denn jetzt hier so? Ich habe noch Schleimquests aufgegeben. Tierknochen könnte ich, glaube ich, auch mal aufgeben. Das könnte auch potenziell mal weniger werden. Mache ich einfach mal. Bitteschön. So. Alles klar, haben wir das jetzt ja auch erledigt. Jetzt braucht der liebe Herr Acker noch einen Besen für sein Bein. Ja, warum auch nicht, ne? Eine Prothese als Besen, ein Besen als Prothese, so rum. Dann schauen wir mal, ob wir das in der nächsten Folge irgendwie hinkriegen. Und bis dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you made let's play, my time at Posha. Bye.